Ja, herzlich willkommen von meiner Seite nochmal hier in Holzdorf Schönewalde. Wir haben heute die Taskforce ins Leben gerufen, die den Ausbau des Stützpunktes in den kommenden Jahren begleiten soll. Wir haben hier einen sehr ambitionierten Zeitplan, den wir einhalten wollen. Im Jahre 2027 sollen die ersten neuen Großhubschrauber hier stationiert werden. Das setzt voraus, dass entsprechende Baumaßnahmen stattfinden. Und es werden dann bis Beginn der 30er Jahre sollen es 47, nach heutiger Planung 47 Großhubschrauber werden, die hier in Holzdorf-Schönewalde dann stationiert sein werden. Das bedeutet, es ist die größte Menge an Hubschraubern, die es überhaupt europaweit gibt von diesem Typ. Es bedeutet für uns, dass es einen Aufwuchs auch an Fachpersonal hier an diesem Stützpunkt geben wird. Es ist momentan die Erwartung, ungefähr 700 Soldatinnen und Soldaten zusätzlich, die hier in Zukunft ihren Dienst tun werden. Und das bedeutet für uns als Land, lieber Landrat, gerade in einer Region, die auch in den letzten Jahren mit großen Waldbränden zu kämpfen hatte, dass wir auch im Katastrophenschutz eine deutlich höhere Qualität, deutlich bessere Einsatzmittel in Zukunft zur Verfügung haben werden. Das sind alles drei positive Entwicklungen, die uns helfen, hier auch in einer Strukturstärkungsregion, in der wir uns hier auf Brandenburger Seite befinden, Christian Jaschinski steht ja hier, einen neuen wirtschaftlichen Impuls zu setzen. Dieser wirtschaftliche Impuls wird sich nicht nur hier in den Zäunen innerhalb des Stützpunktes darstellen, sondern es wird wirtschaftliche Impulse geben, die auch in der Region merkbar sein werden. Man muss sich nur mal einen Moment drüber nachdenken, dass wir hier wirklich Hochtechnologie haben werden und entsprechend qualifiziertes Personal. Um die Attraktivität für die Menschen, die hierher kommen, als Soldatinnen und Soldaten, aber auch als Menschen, die dann entsprechend hier ihre Arbeit finden werden, weil es bei den Hubschraubern natürlich auch um Wartung, um Instandhaltung, um viele, viele andere Fragen gehen wird, der Region hochzuhalten, werden wir 100 Millionen Euro aus dem Strukturstärkungsgesetz in dieser Region einsetzen. 100 Millionen Euro für den Ausbau, die Modernisierung beispielsweise von Kitas, von Horten und von Schulen. 100 Millionen Euro, die zur Verfügung stehen, um die soziale Infrastruktur neben der Infrastruktur, die hier im Stützpunkt wächst, mitwachsen zu lassen und damit auch die Attraktivität für Fachkräfte, für Soldatinnen und Soldaten, aber auch andere Fachkräfte in der Region zu erhöhen. Es ist aus meiner Sicht eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir hier zu verzeichnen haben. Und da wir gestern gerade in Cottbus so ein bisschen in Resümee gezogen haben, des Zwischenstandes der Fragen, die mit dem Strukturstärkungsgesetz in Verbindung stehen. Vielleicht einige von Ihnen waren, haben es vielleicht verfolgt oder haben es gesehen. Am 8. Januar wird in Cottbus das Bahnwerk seine Pforten eröffnen. Auch hier mit einer wahnsinnig hohen Geschwindigkeit. 8. Januar immer im Bezug auf die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages zum Strukturstärkungsgesetz. Der Beschluss ist im Sommer 2020 getroffen worden. Dann sind wir hier schon mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und diese hohe Geschwindigkeit brauchen wir auch hier. Erstens, um die Anforderungen und die Erwartungen auch des Verteidigungsministeriums erfüllen zu können. Zweitens aber auch, um hier in der Region einen neuen, starken Wachstumsimpuls zu setzen. Herzlichen Dank. Katrin Lange wird ergänzen als Leiterin der Taskforce. Ja. Vielleicht noch mal ein paar Zahlen. Die Bundeswehr wird in den nächsten kommenden Jahren über 1 Milliarde Euro hier am Standort verbauen. Es ist eine sehr große Zahl. Das Land Brandenburg ist ja für die Umsetzung der Baumaßnahmen an der Stelle zuständig. Und um diesen Prozess auch intensiv zu begleiten, haben wir uns entschieden, diese Taskforce einzurichten. Wir werden
vier Arbeitsgruppen bilden. Eine Arbeitsgruppe ist natürlich das Thema Bundesbau, die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen. Eine zweite Arbeitsgruppe wird sich mit der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigen, weil wir eben davon ausgehen, mit der Fortentwicklung dieses Standortes wird es entsprechende Wirtschaftsansiedlungen geben. Es werden Fachleute, Techniker und in vielen anderen Bereichen gebraucht. Die dritte Arbeitsgruppe wird sich mit dem Thema soziale Infrastruktur und Wohnentwicklung beschäftigen. Da wollen wir die kommunale Familie intensiv unterstützen. An der Stelle, die Ideen hier sind vor Ort schon alle entwickelt und in den Köpfen. Und wir als Land wollen das intensiv begleiten. Und die vierte Arbeitsgruppe wird sich dann nochmal mit dem Thema Infrastruktur, die Frage der Anbindung. Auch die Bundeswehr wird noch verschiedene Infrastrukturen benötigen, um dann das Gerät und so weiter hierher zu bekommen. Aber wir gehen auch davon aus, dass sich der Pendleranteil erhöhen wird. Und von daher ist die Frage, welche Straßeninfrastruktur werden wir hier am Standort noch benötigen. In den Arbeitsgruppen werden natürlich zuallererst die Vertreter der Kommunen mitarbeiten und dann die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen aus unseren Fachressorts, damit wir dort eine kurzfristige und enge Abstimmung haben und dass wir dann entsprechend, wenn hier die ersten Schubschrauber dann kommen oder eben auch das Raketenabwehrsystem, Sie wissen es, dass dann die Vorbereitungen entsprechend getroffen sind. Soweit von mir. Ja, ich möchte mich eingangs bedanken nochmal für die Aktivitäten auch seitens der Landesregierung nach den Entscheidungen für den Standort Schönewalde-Holzdorf. Es ist ja auch, ich sag mal, sehr vernünftig, die kommunale Familie einzubinden, um hier auch zum einen Nachsteuerungsbedarf zu unterstützen bei der sozialen Infrastruktur, aber auch den kommunalen Vertretern Mut zu machen, hier etwas anzubieten für das zukünftige Personal, was hier vor Ort Dienst tun wird, aber auch den Familien eine Möglichkeit zu geben, hier ihren Lebensmittelpunkt zu finden. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir 100 Millionen zusätzlich aus dem Strukturförderfonds hier für diese Region für die soziale Infrastruktur verwenden dürfen. Wir sind in der Absprache mit den Anliegerkommunen. Es gibt einige Vorstellungen im Bereich der Infrastruktur, Taktung der Eisenbahnfrequenzen hier aus der Kreisstadt Herzberg in dem Bereich dann nach Berlin an Holzdorf. Das wären dann 8 Minuten für Pendler attraktive Zeiten und Angebote. Demzufolge gibt es auch Investitionen im Bereich der Einfamilienhäuser, der Unterbringung. Aber es geht ja darüber hinaus zu denken, Lebensmittel, der Versorgung, Kita, Schulen und Infrastruktur. Und dazu ist es wichtig, die Zahlen abzugleichen, sich mit dem Land zu verständigen und die notwendigen Investitionen dann noch umzusetzen. An dieser Stelle werden wir auch unsere Verantwortung übernehmen in den Arbeitsgruppen ganz konkret. Es überwiegt die Freude, dass wir hier noch mal zusätzlich die Möglichkeit haben, auch vor Ort zu gestalten und Angebote für das Fachpersonal, aber auch für Familienangehörige mit zu realisieren. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin als Vertreter des BMVG heute hier und danke zunächst dem Ministerpräsidenten sowie Frau Ministerin Lange, dass sie die Taskforce hier ins Leben gerufen hat. Vor kurzem war auch der Bundesminister der Verteidigung hier vor Ort und hat verdeutlicht, was die Zeitenwende, die Bundeskanzler Scholz ausgerufen hat, bedeutet. Sie bedeutet insbesondere, dass die Streitkräfte auf ein Niveau gehoben werden müssen, mit dem sie, ich nenne den Terminus extra, kriegstauglich werden, das heißt auch nachhaltig die Verteidigung der Bundesrepublik Deutschland bestreiten können. Das gewinnt Gesicht hier am Standort in Schönewalde-Holzdorf, indem wir zum einen das neue Flugmuster CH-47F wie auch das Waffensystem Arrow, das zur Raketenabwehr und zur Überwachung des Luftraums jenseits einer Höhe von etwa 100 Kilometern eingesetzt wird, etablieren wollen. Damit einhergeht ein personeller Aufwuchs, auch da schließe ich mich den Vorrednern an, von etwa 700 Soldatinnen und Soldaten. Und es ist daneben verbunden mit einem Investitionsbedarf von rund 550 Millionen, die ergänzend zu den bereits 100, zu der 1 Milliarde treten, die wir als Bundeswehr in Brandenburg investieren wollen.
Das beendet meinen Anteil an diesem Vortrag. Vielen Dank.